Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast 765. Wir wechseln das Matchup einmal komplett. Kein Zerg hier gerade in diesem Spiel vorhanden, denn wir haben PvP. Einmal mit dem Protoss hier in Rot aus Amerika. Es ist Neep. Und der spielt gegen den Protoss in Blau. Es ist Classic. Wir hatten beide in der vorigen Runde und die sind jetzt eben in einer Gruppe gelandet. Das müsste Gruppe C sein, wenn mich alles täuscht. Ich habe jetzt mal spontan die Gruppe geändert, weil ja, wir noch genügend Zerg haben, ein bisschen einfach Mischung. Die Mischung macht es ganz einfach. Ja, PvP, wir sehen ja auch schon bei beiden, kommt entsprechend der Pylon und das Gateway in der Mainbase, um hier eine Wall zuzumachen, damit man seine Mainbase vor Adepts schützen kann. Man kann die dann mit einem dritten Gebäude ganz easy zublocken. Auch hier, wenn das Gateway mit dran steht, hier einen Pylon reinsetzen, damit die Adepts später nicht hochschaden können. Daher das Building Placement bei den beiden da sehr ähnlich. Bei Neep sieht man hier die Engstelle zugemacht, auch hier Platz für einen Pylon, um Adepts abzuhalten. Ja, Neep hier sollte so einigen ein Begriff sein als lange der stärkste Nicht-Koreaner. Zumindest im letzten Jahr hat er diesen Titel gehabt. Alex Sunderhaft eben aus den USA. Spielt Protoss, hat allerdings nicht immer Protoss gespielt tatsächlich. Neep hat seine Anfänge gemacht in StarCraft 2 als Terraner und hat lange Terraner gespielt, aber sein Erfolg kam erst, als er dann zu Protoss gewechselt ist. Hat auch für viele dumme Witze gesorgt, von wegen als Terraner, wenn es nicht funktioniert, wechselt auf Protoss. Es ist einfacher, dann hat man damit Erfolg. Aber Neep ist einer der wenigen, der nach einem Wechsel seiner Main Race da wirklich erfolgreich wurde und auch so erfolgreich wurde, weil Neep ist wirklich an die Spitze geschossen, nachdem er auf Protoss ging. Momentan ist Neep gesponsert vom Ting, von einem Mobilfunkanbieter in den USA. War zuvor beim Team Fnatic, zuvor war er lange teamlos und die Zeit davor, 2014, war beim Team Fnatic, bevor er bei FX Open, was der Vorläufer war, und Fnatic hat das Squad dann damals übernommen. Ja, Neep spielt seit 2013, wie gesagt, seine Anfänge sind als Terraner gewesen. Und sein größter Erfolg bisher, das war der Gewinn des Kespa Cups. Wo er sich durch ein komplettes koreanisches Teilnehmerfeld durchgeschlagen hat. Und wir sehen hier auch gerade von Neep der Pylon in der Mainbase von Classic, einfach um dieses Stargate im Blick zu halten. Denn Neep sieht mit diesem Pylon das Stargate und möchte einfach überpassen, wird das hier gecancelt, wird das hier durchgezogen, man möchte sich hier auf nichts einlassen. Der Pylon wird gecancelt und das Stargate, denke ich, wird durchgezogen. Classic ist kein Has, der da sowas plötzlich cancelt. Neep hier steht schon mal vorne mit seinem Stalk und zieht auch die Natural Sign des Gegners. Weiß, dass das Stargate kommt. Er selber geht ebenfalls auf den Stargate, somit Doppel-Stargate-Opener. Und wir haben die Gateway und jetzt die hier gleich ein bisschen fighten werden. Und hier sollte Classic keine Probleme haben, das zu verteidigen, eben mit der Zusatz-Sentry. Das bisschen Zusatz-DPS macht auch einiges aus. Im Notfall kann man auch ein Guardian-Schild oder ein Force-Field zünden, um wirklich die Stalk hier sinnvoll abwehren zu können. Aber es kommen weitere Stalk hier aus Neeps Gateways. Er läuft da weiter nach vorne, momentan der Army-Count 5 Stalker. Zu zwei Stalker, eine Sentry und einem Phoenix. Es hat hier Classic die viel schnellere Produktion, was die Lufteinheiten angeht. Auch hier die erste Hallucination, die bereits rausgeschickt wird, um zu scouten. Neep kann die nicht abfangen, denn die Stalker sind nicht ganz in Position dafür. Und wir haben hier tatsächlich fleißige Phoenix-Produktion auf der Seite von Classic, während es Neep versucht, hier mit seinen Stalkern reinzugehen. Aber das Problem ist einfach, da steht doch einiges im Defense, da ist eine Schildbatterie defensiv. Und jetzt hier die Sentry, die reicht gerade, um das hier alles abzuwehren. Das wird nach hinten gezogen, man sieht die Stalker fighten mit den Phoenix zusammen und es müsste hier Classic eigentlich sein, das halten. Er bietet hier eigentlich die Sentry und jetzt hier auch den nächsten Stalker. Die Phoenix mühen sich hier ab, die Stalker tot zu kriegen. Man natürlich nicht die Killer DPS, Phoenix machen Bonus-Damage gegen Light Units, aber das sind Stalker nicht. Stalker haben das Armor-Tag. Sind also gepanzert, währenddessen haben wir drüben die Hallucination, sieht da hier mal die Mainbase und es ist ein Oracle von Neep unterwegs in Richtung Economy, aber das Oracle muss mega vorsichtig sein, denn es sind viele Phoenix auf dem Feld, das heißt, wenn das Oracle gefunden wird, dann ist es auch tot und hat dann gar nichts erreicht. Neep richtet seinen Angriff hier auch ab, hat den Worker-Vorteil momentan, zwei Ropes hat er hier für einen Zeitpunkt mehr und geht, ja, hier mit seiner eigenen Natural auch heute den Weg in stärkere Economy. Aber trotzdem, seine Aggression war nicht so erfolgreich, wie er sich das gewünscht hätte. Noch das Oracle Harassment blieb bisher aus, einfach wegen dem Phoenix Opener. Und somit wird hier Neep ein bisschen zurückfallen. Ich denke, Classic wird sich hier besser ins Midgame manövrieren können. Einfach dadurch, dass er die Phoenix hat, die sehr, sehr gut die Map überwachen können. Und auch hier die Expansion-Stelle war und der Probe Count ist aktuell gleich, aber sollte ja momentan so bleiben. Mal sehen. Ich denke, Classic wird die frühere dritte Basis nehmen, wäre momentan meine Einschätzung. Und dessen geht Neep auf Blink und eine Forge für Attack-Upgrades. Man sieht es, die Phoenix wirklich in allen Richtungen werden sie ausgestreut, um dieses Oracle zu finden. Aber das sitzt in einer sehr guten Position hier, wurde bisher noch nicht gefunden.
in diese Ecke von Blackpink. Trotzdem, die Phoenix-Flotte ist immer noch gefährlich, denn die kann auch mal spontan über eine Basis fliegen und richtig viele Props rausnehmen. Also solltet ihr auch mal reingehen in die Mainbase. Die Stalker hier sind allerdings vorhanden, aber sind nur zu dritt. Und drei Stalkers, wie wir sehen, sind zu wenig. Die Phoenix hier machen bereits einige Kills. Vier Props werden mitgenommen. Jetzt kommen die restlichen Stalker und die Sentries mit dazu. Die Stalker versuchen wirklich alles, um diese Phoenix wegzuhalten von den Props, aber es funktioniert nicht. Sechs Props gehen hier down und das ist ein doch ordentlicher Schlag für die Economy von Neep. Verliert da, ja, nicht ganz ein Sechstel seiner Economy, aber doch mit 6 Probes, das ist einiges. Daher wird hier Classic den Income-Vorteil sich eine ganze Zeit lang sichern. Und währenddessen hat der Sorkel versucht, hier selber Schaden zu machen, aber hat gerade mal einen einzigen Kill bekommen, wurde von Stalkern abgewehrt. Neep hat gleich Blink, das heißt, seine Stalkers sind wesentlich effizienter gegen Phoenixe. Währenddessen fangen eigentlich die Phoenixe gerade mal entspannt das Oracle ab und das wird hier, ja, seine letzten Sekunden des Lebens haben. Da geht es down. Die Einzelteile fliegen irgendwo ins Nirgendwo. Und damit die Phoenix jetzt hier können sich ganz auf Harassment konzentrieren, weil es hier keine Oracle-Gefahr mehr gibt. Und das dann wieder drüben tatsächlich die Probe für Neep, die zuerst eine dritte Basis setzen wird. Tatsächlich ist Classic derjenige, der aktuell noch Army pumpt, und zwar Immortals. Plus 1 Attack kommt auch bei ihm mit dazu. Wenn das ein hier kurzes Engagement mit den Stalkern auf den Phoenix. Und Stalker Blink ist eben ready. Und da kommt der Blink hier schön nach vorne auf den vordersten Phoenix. Bereits gesniped. Somit ein Phoenix stirbt hier. Die zwei Phoenix sind gestorben. Wir sind damit bei drei. Drei Phoenix reichen nochmal, um Schaden zu machen. Aber die werden hier wohl nur schwer wegkommen. Den Stalker setzt mal ein paar Shots ab. Also die drei Phoenix überleben momentan. Aber zu dritt sind sie nicht mehr so effizient. Nicht mehr so effektiv, was das Töten von Props angeht. Aber eben bei Classic wurde der Switch bereits angedacht. Es kommen mehr Immortals, es kommen weitere Gateways und es kommt auf beiden Seiten eine dritte Basis, jedoch doch Neep hier mit dem Zeitvorsprung hat seine dritte Basis ein Stück weit früher gestellt, jedoch gerade in Charge. Wenn das sind hier die Hallucinations, sagen sich kurz Hallo. Natürlich mit den Sentries kann man sich konstant scouten und das ist im PvP auch wichtig. Man möchte nicht von irgendwas überrascht werden, dafür hat man eben die Sentries mit Hallucination. Man möchte sich da auf nichts Kritisches einlassen, sondern einfach konstantes Scouting ist wichtig in diesem Matchup. Beide Spiele gehen ja gerade auf ein Templar-Archive, heißt, Archons werden, denke ich, bald das Feld betreten, eventuell auch High Templar Solo. Es ist nicht ganz so üblich, in diesem Matchup mit Storm zu agieren, man kann es machen, aber gegen Gateway-Armies nimmt man eigentlich lieber die Archons mit, weil sie einfach viel tanken und doch viel Damage trotzdem machen. Ja, Upgrade-Situation bei den beiden hier, wir haben eben Blink auf der Seite von Neep, auf beiden Seiten jetzt gerade plus 1, plus 2 ist unterwegs und auf beiden Seiten kommt Charger. Sie halten sich das sehr ähnlich. Den Vorteil, den Neep eben hat, ist das Blink-Upgrade. Dafür eben hat er keine Stargate-Units. Das sind immer noch die Phoenix hier, die nochmal zwei Kills tatsächlich mitnehmen. Und somit die Phoenix insgesamt doch einiges an Props getötet. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt bei 12 bis 14 Props, dass die Phoenix insgesamt rausgenommen haben. Okay, es sind 13, also genau in der Mitte. Und damit nur noch zwei Phoenix übrig. Die können immer noch Props harassen, aber es bleibt nicht mehr viele Optionen übrig. Man braucht ja einen Phoenix, der liftet und der andere, der schießt. Das heißt, die ganze Aktion dauert länger und macht auch nicht mehr so viel Schaden. Ja, es geht für Classic einmal auf die Karte. Mal sehen, das erste große Engagement steht hier, bevor die Stalker warten eigentlich zurückbringen, denke ich von ihm. Er möchte sich hier kein Engagement leisten. Möchte vielleicht ein oder zwei Einheiten Sniper, sobald hier mag, dass mehrere Immortals in die Sammlung mit rumstehen. Möchte er definitiv nicht das direkte Engagement hier mit den Stalkern wagen, sondern einfach nur snipen und dann zurückblinken. Dafür hat er dieses Upgrade, ja. Währenddessen wartet er auf sein eigenes Plus 2 und weiß eben auch, Classics Army sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und man sieht hier auch, drei Immortals warten oben an der Rampe und die Stalker da dagegen laufen, fällt sofort einer tot um. Und Classic hat die Schnauze voll, er hat einen Warp Plus mit dabei, er möchte pushen und Neep muss das jetzt hier verteidigen. Er hat natürlich Charge auf seinen Cells, aber das gleiche hat die Classic auch. Und man sieht hier, die Stalker werden bereits angecharged und die Immortals hier mit den Cells reichen vollkommen, um diese Stalker zu verteidigen. Die Stalker sind komplett nur im Rückwärtsgang und währenddessen eigentlich Classic mit dem Hauptangriffspunkt an der dritten Basis von Neep. Seine eigene Army steht momentan hier, ja, geteilt, einmal an der dritten Basis und jetzt die Stalker wurden gerecalled an die Netspiel. Natürlich Classic damit auch ein paar Einheiten, die Immortals vor allem mitten auf der Karte. Trotzdem, er pusht jetzt einfach rein in die Netspiel, sieht das nicht die Stalker alleine. Aber da kommen gleich die Archons und die Immortals von Neep von der Rampe runter aus der dritten Basis. Trotzdem, Classic steht hier noch immer mit seinem Warpissen. Weitere Archon kam mit dazu. Beide sind hier scharf auf einem Fight, beide haben gleich das Buster-Attack-Upgrade. Trotzdem, die Position hier ist für Classic gar nicht mal schlecht, wenn er diese Army hier von der dritten Basis gut abhalten kann. Da kommen die Immortals genau zum richtigen Timing wieder zu. Somit hier entbrennt ein großer Fight. Wie kann das jetzt hier am besten laufen? Natürlich, Neep muss das Warp-Prism erwischen. Im besten Fall blinkt es hier auch aggressiv vor. Haben seine Stalker, fallen einfach alle um, opfern sich dafür, um dieses Warp-Prism totzukriegen. Das Warp-Prism stirbt zwar, aber Classic hat hier noch so viel Army, hat hier komplett die Army von der dritten Basis zurückgetrieben. Auch in der Natural sieht es nicht gut aus hier für Neep. Erste Army ist gleich komplett down und er wirft auch einfach das GG. Somit haben wir ein 1-0 für Classic. Und trotz eben der Blink-Upgrade, die Stalker haben sich geopfert, standen natürlich an vorderster Front gegen die Zealots und das ist die schlechteste Position für die Stalker. Die sterben einfach so schnell gegen Zealots, vor allem mit plus 2 Attack-Upgrade.
Sorge schon sind sehr, sehr schön zum Snipen. Manchmal Sprachfehler. Aber das Problem ist einfach, Stalker sind nicht gut im direkten Engagement. Und das haben wir eben gesehen. Somit Classic holt sich hier das 1:0. Checken wir mal kurz noch die Units Lost. Ja, 15 Props. Economy-Situation, denke ich. Ah, tatsächlich Nieb mit der dritten Basis, schnelleren dritten Basis und wesentlich mehr Props. Classic hatte aufgehört zu produzieren. Hat jetzt halt das bessere Income, aber konnte es nicht rechtzeitig in der Army umsetzen, um sich gegen Classics Push verteidigen zu können. Wir gehen in Map Nummer 2. Damit willkommen auf Backwater LE und wir sehen bei beiden wieder der 14er Pylon an der Rampe. Damit werden wir wieder, denke ich, das Doppel-Gateways Opening auf beiden Seiten haben. Heißt, das Gas kommt ein bisschen später, zwei Gateways werden benötigt, dann gibt es frühe Einheiten. Ja, zu unseren beiden Spielern noch, vor allem jetzt hier erstmal zu Classic. Er hat in seiner Karriere auch schon einiges erreicht, hat einige richtig starke Platzierungen eingehemst. Darunter Sieg in der GSL, bereits 2014 hat Classic eine GSL gewonnen. Hat dann auch eine Star League gewonnen, 2015, ein Jahr später, hat eine IEM bereits sich geholt. Die IEM in Shenzhen im Jahr 2015, also seine ganz tollen Erfolge, die sind bereits ein bisschen her. Die Erfolge im Jahr 2017, 2018 sind ein bisschen schlechter, aber ja, trotzdem natürlich immer noch sehr, sehr gut. Er hat sich den Seitenplatz auf der World Championship geholt gegen Rogue, da hat er eigentlich gegen Rogue richtig eine Klatsche abbekommen, hat dann 0:4 verloren. Er hat einen dritten Platz in der Star League belegt 2017 und hat auch die Round of Four, also das Halbfinale in der GSL erreicht im Jahr 2017. Ansonsten gab es noch im ersten Super Tournament vom Jahr 2018 im April, da hat er auch die Round of Four, also das Halbfinale erreicht. Nieb auf der anderen Seite, der hat auch seine Erfolge quasi erst ab 2016. Das ist, sieht bei ihm ganz, ganz lustig aus, die Übersicht über seine Erfolge. Weil die Jahre davor, in denen er Terrana gespielt hat, ist wirklich nichts bei ihm zustande gekommen. Aber danach, ab 2016, ging es für Nieb ziemlich rund und er hat da einiges eingehemst. Wir haben darunter einen Sieg eben im Casper Cup, sein wichtigster Sieg. Und sein, der Sieg mit dem größten Prestige dahinter. Er hat dreimal die WCS gewonnen, und zwar die kompletten drei WCS-Turniere im Jahr 2017, also letztes Jahr. Alles an WCS ging an Nieb, Austin, Jönköping und Montreal. Alles drei gegen Zergs und alles drei hat er gewonnen. Mal mehr, mal weniger dominant. Er hat auch im letzten Jahr, also bei dem WESG 2016, dem Turnier, das Jahr davor, also das Turnier hier, das wir jetzt hier haben, ein Jahr zuvor, da hat er den dritten Platz belegt. Muss es sich da Showtime geschlagen geben. Sonst noch hat Nieb auch einen zweiten Platz in der IEM, in der IEM Shanghai 2016 und einen zweiten Platz in der DreamHack und zwar der DreamHack Open Austin im Jahr 2016. Ja, das sind so Niebs größte Erfolge. Er hat dann auch beide haben kleinere Turniere auch abgeräumt. Beide waren in Teamligen auch schon gut erfolgreich. Wir haben jetzt hier auch gerade Nieb hat versucht, den Prop zu verstecken, aber das hat Classic hier gesehen, gar kein Problem und das Ding auch rausgenommen. Somit kein entspanntes Prop-Scouting momentan für Nieb möglich. Und wir haben jetzt hier Tech-Wahl wieder bei beiden Seiten. Ist das Stargate? Weiß der eine vom anderen? Das ist jetzt hier die goldene Frage. Nein, das Stargate ist unbekannt und das Stargate entsprechend auch. Somit keiner der beiden weiß die Tech-Wahl. Beide haben hier Stalker gebaut. Wir haben keine Sentry mehr dabei. Heißt, die Scouting-Infos werden ausbleiben. Nieb hat das natürlich versucht, über seine Prop zu managen, aber hatte damit keinen Erfolg. Und auch Classic versucht hier seine Prop nochmal durch die Gegend zu fahren. Aber Nieb, okay, er bewegt sich jetzt gerade mit den Stalkern weg. Das heißt, diese Prop hat jetzt doch noch die Möglichkeit, in die Mainbase reinzukommen und eben den wichtigen Scout auf das Stargate zu machen. Wir haben nämlich eine unterschiedliche Bauweise, nämlich einmal Phoenix bei Classic, ein weiteres Mal und wieder das Oracle bei Nieb. Heißt, Nieb mit dem Harassment-fokussierten Oracle-Opener und Classic auf seiner Seite eben wieder mit dem Phoenix. Und wir haben jetzt hier eben das Stalker-Engagement, richtig schönes Micro hier. Classic sitzt hier seinen Stalker und kann damit tatsächlich das initiale Engagement für sich entscheiden. Und mit der Phoenix-Unterstützung kriegt er nochmal einen weiteren Stalker, somit Nieb verliert hier einiges an Einheiten. Die ganzen Stalker von ihm werden rauskommen. Man sieht hier eine Probe verloren und die drei Stalker. Und somit kann Classic jetzt hier weiter reinpushen, kann den Edge unter Druck setzen, wenn das ein baut eben Classic bereits in seinem eigenen Nexus. Und das ist eine ziemlich schlechte Ausgangslage für Nieb. Er muss hier nochmal die Schildbatterie canceln, kann keinen Nexus nehmen, muss erst mehr Army reinwarpen aktuell. Er hat natürlich das Oracle, das kann jetzt eventuell den Gegenschlag machen, aber das Problem sind die Phoenix sind bereits zu Hause. Das Oracle wird überhaupt nicht viel mitnehmen, kriegt gerade mal eine weitere Probe. Und damit hat sich dann der Schaden schon erledigt. Das steht in keinem Verhältnis, das, was man Ressourcen investiert für dieses Oracle und das bisschen, was es hier rausgenommen hat. Somit Classic jetzt hier wieder mit einem guten Vorsprung in der zweiten Map auch, denn er hat eben die Natural, kann jetzt Doppel-Probe-Produktion beginnen. Man sieht, die Natural ist fertig. Die Natural hat gerade erst angefangen mit Bauen. Das heißt, das dauert noch ewig. Eine ganze Minute, bis Nieb da irgendwie aufholen kann. Diese Zeit kann Classic mit dem Probe-Count locker davonziehen.
Ja, das hat eben auch immer noch seine Phoenix, die sehr, sehr viel Schaden machen können. Wir haben hier nochmal ein weiteres Oracle. Das kann eventuell nochmal die Wende bringen hier für die... Und das sind aber auch die Phoenix, die warten hier nur drauf auf ihren großen Einsatz wieder an den Pops, möchten da weiter wresteln. Nehmen auch momentan zwei Pops raus, es wird eine dritte mit rauskommen und eine vierte. Ein Phoenix wird ziemlich low dadurch, aber kommen nochmal weg, die Stalker. Ohne weiteres Upgrade natürlich nicht schnell genug, und jetzt wird das Oracle gejagt von weiteren Stalkern. Beide Spiele verzichten ja auf Schildbatterien, um ihre Props zu schützen. Finde ich eine interessante Entscheidung, und das Oracle wird einfach gesuicided auf so viele Props wie möglich. Es werden insgesamt sechs Stück rausgenommen, somit Neep bleibt weiter vorne in den Props. Sein Nexus macht Botschritte. Und damit tatsächlich die 6 Probes ist nicht ganz schlecht. Das Problem ist einfach, Neep hat wesentlich mehr Ressourcen investiert, um die ganzen Kills zu machen. Man sieht es hier, mehr als doppelt so viele Ressourcen lost. Und die Phoenix sind eben noch immer unterwegs. Hingegen die Oracles sind beide tot. Das ist überhaupt nicht schön für Neep. Das heißt, er hat da wenige Möglichkeiten in den nächsten Minuten. Und Classic, er nutzt das sofort wieder. Er pusht wieder raus aus seiner eigenen Basis. Hat die Stalker jetzt über die Karte geschickt. Er hat natürlich keine Reinforcement-Möglichkeit. Er hat kein Warprism hier gerade mit dabei. Er hat keinen Pylon in der Nähe. Das heißt, das wird einfach nur ein bisschen Pressure werden. Nicht dazu zu zwingen, nicht auf Economy zu gehen, sondern auf alles mögliche andere. Und eben den Gegner auf Trab halten. Währenddessen kann sich Classic ungestörter weiter ausbreiten, nimmt Gas mit dazu, nimmt sich eine Forge. Man sieht sie eben auch, die Einheiten von Neep haben Angst, die sind eben gesplittet. Ein paar Stalker waren in der Mainbase, die Pops werden direkt gezogen für dieses Engagement. Die Phoenix eigentlich haben da gerade ihren Spaß, nehmen nochmal zwei Probes mit raus, dafür stirbt eigentlich doch mal ein Phoenix. Und ja, Classic merkt, es reicht aber Gesamt-Army-Supply nicht ganz. Ich habe kein Reinforcement, das heißt, ich muss mich hier zurückziehen. Und Neep hält hier seine Natural ab. Das Problem ist, er hat wieder zwei Props verloren, was insgesamt bereits 7 tote Props macht. Er hat selber auch 7 rausgenommen. Aber trotzdem, in den Resources Lost steht Classic definitiv besser da. Und Classic eben jetzt hier auch mit dem Income-Vorteil die ganze Zeit. Wenn das nämlich hier nochmal... Das ist ein... What the fuck? Der Knopf, Entschuldigung. Ja, die Phoenix hier waren nochmal am Start. Zu dritt und haben nochmal zwei weitere Props rausgenommen. Die Stalker hier warten weiter drauf. Blink wurde angedrückt ein weiteres Mal als Defense gegen die ganze Stalker. Und dieses Mal gibt es tatsächlich die schnellere Dritte von Neep, was sich eigentlich auf... Ja. Was sich von der ersten quasi soweit spiegelt. Classic, der Nexus kommt wieder später bei ihm. Währenddessen geht er aber schon in die Mortal-Produktion und holt sich plus 1 Attack. Das sind Dinge, die Neep hier momentan nicht hat. Und man sieht sie auch im Supply. Neep ist da bereits ein Stück hinten. Einfach... Die Auswirkungen der ersten Minuten dieses Matches machen sich hier bemerkbar. Da hat Classic gerade einen konstanten Vorsprung. Und Classic ist eigentlich soweit solide, dass er den auch erstmal halten wird. Das heißt, Neep wird das über Fights regeln müssen, wie sich hier in dieses Match wieder vernünftig nach vorne kämpft. Indessen sind die Phoenix immer noch zu dritt unterwegs. Das sind noch die letzten drei Phoenix. Und die scouten natürlich hier ohne Probleme die dritte Basis, aber können gerade nichts dagegen tun. Machen natürlich keinen Schaden an Gebäude. Ja, wir haben hier... Ja, mal checken die Natural der beiden. Wir haben hier nur einen vorderen Pylon bei Neep. Auch bei Classic sieht es ja nicht viel besser aus. Beide halten sich hier sehr defensiv. Also natürlich, die Pylons sind in Reichweite des Nexus, damit sie schnelle Warping Pylons sind, damit man schnell Reinforcement reinbekommt. Und man möchte sich nicht zu weit nach vorne stellen aus Angst, dass die Stalker einen belagern und dann einfach ein Gebäude snipen und die Einheiten nicht wirklich rankommen. Wir werden vermutlich wieder einen ähnlichen Push sehen von Classic wie in der vorigen Map. Ja, wir haben hier nochmal ein paar tote Probes, die rauskommen werden mit den Phoenix. Die Phoenix opfern sich wieder für ihre Kills und das tatsächlich überleben alle drei Phoenix. Also der eine Phoenix ist quasi tot mit seinen 6 Hitpoints, aber nochmal Probes verloren. Und Classic hier, ja, hat aufgehört mit der Probe-Production so ziemlich, baut noch eine einzige. Okay, er drückt doch wieder an. Das ist ein bisschen seltsam, denn Classic hat eigentlich einen Riesenschwung an Gateways mit aufs Feld geworfen und das sagt eigentlich schon, dass er wieder pushen möchte. Hat auch das Hawkbissen wieder mit dabei, aber er baut doch noch weiter. Probes hat sich da... wieder umentschieden, denn er hat schon einen Zeitpunkt aufgehört mit der ganzen Sache. Habe es doch wieder angedrückt. Ja, das ist ein Feedback tatsächlich auf die Hallucination. Das funktioniert natürlich bei den Phoenix, die haben eine Energie. Auch die Hallucinated Phoenix haben eine Energie mit dabei, die man eben feedbacken kann. Classic hat hier einen Probe mit am Start und eben auch gleich ein Warprism, das noch mit rüberkommt. Die Phoenix hier können nicht viel tun, die Stalker haben inzwischen Blink. Und wir haben Doppel-Upgrades auf der Seite von Neep tatsächlich. 1-1 wird hier parallel erforscht, währenddessen kommt auch Charge mit dazu. Ja, die Phoenix scout immer noch fröhlich. Army Supply 52, 26. Das sieht überhaupt nicht gut aus hier für Neep. Classic rückt hier gleich mit einer richtig dicken Army an. Und Neep hat absolut keine Ahnung, was da, glaube ich, auf ihn zukommt. Er hat die dritte Basis gesehen. Er hat aber sonst vom Rest-Tech gar nicht mal so viel im Blick. Und auch kein Observer hier vorne, um irgendwas zu scouten. Er versucht gerade selber auf den Templar-Archive zu gehen. Baut selber Doppel-Mortal. Es hat auch Doppel-Rubben. Und am Start viele Investitionen von Neep in seinen Tech und in seine Production. Aber reicht das? Hatte das hier rechtzeitig am Start? Es sieht momentan nicht danach aus. Das Army Supply von Classic ist um einiges größer hier. Wie man sieht, der Unterschied ist doch beachtlich. Und eben die Economy wirkt sich jetzt richtig, richtig dick aus. Und Classic möchte jetzt hier schön eine 10 plus Zeit Attack Upgrade angreifen. Bei Neep 1-1 ist nicht viel weiter weg. Es braucht nur ein paar Sekunden mehr.
Ne, das ist ein... What? Klassiker, der Host ist in seinem eigenen Stock. Ah ne, er hat die geliftet, um gegen Feedbacks, glaube ich, vorzuwirken, damit die Phoenix nicht gefeedbackt werden. Ich glaube, das hatte gerade schon Sinn. Und wir haben jetzt hier eben die Belagerung und die Gebäude hier vorne. Ja, die waren erst beschossen von den Immortals und den Stalkern, gar kein Problem. Und Nibitz, Merk, da kommt ein riesen Push auf ihn zu. Er wartet noch natürlich auf sein eigenes 1-1, muss seine Gebäude schützen. Bis wir warten jetzt einfach, 1 wird gecancelt. Und jetzt geht es einfach rein für Classic. Aber 1-1 ist da für Nibitz, reicht das hier auch. Es kommen natürlich noch Immortals aus den Robos hier mit raus. Trotzdem, der Army Supply ist Vorsprung, ist ziemlich dicke hier für Classic. Und er drückt sich ja einfach durch und macht direkt das 2-0. Also sieht hier überhaupt nicht gut aus für den amerikanischen Protoss. Sein Stargate Oracle Opener hat ihm jetzt in 2 Maps überhaupt nichts gebracht, muss man sagen. Insgesamt hier wieder doppelt so viel Props verloren wie sein Gegner. Die Gebäude, die drauf gingen bei diesem Push. Und Classic einfach davongefahren in der Economy und dann auch eben im Army Supply. Ja, Neep hat da eben viel investiert. Das war eben... Aber was soll er denn anderes machen? Muss man echt sagen, seine Situation. Er weiß, dass er hinten war. Da bin ich mir absolut sicher, denn er hat die Oracles verloren, ohne groß Schaden zu machen. Und das merkt man, das ist ein unschönes Gefühl. Er hat das zweite, hat dann noch Schaden gemacht, aber gerade das zweite hat dann so ein bisschen den Verlust des ersten ausgeglichen, aber war auch nicht wirklich mega effizient, wie ein Oracle eigentlich sein kann. Und währenddessen weiß Neep auch, dass er selber viel verloren hat, dass er die spätere Expansion hatte. Das heißt, er muss sich eigentlich im Klaren gewesen sein, dass er die spätere, bis er die schlechtere Economy hatte, ging dann eben auch in die schnellere dritte und hat versucht aufzuholen, indem er hier mit Doppel-Robo und Doppel-Upgrades agiert. Problem ist, Classic hat ihm nicht die Zeit gelassen, um das wirklich umzusetzen. Hätte Neep hier, ich denke, nochmal 3-4 Minuten gehabt, hätte die Sache anders ausgesehen. Aber Classic wusste um sein Zeitfenster, indem er wirklich seinen Vorteil ordentlich ausnutzen kann, indem man Neep ordentlich pressuren kann. Und damit hat ihn auch einfach gebrochen, denn die Timings waren gut, die Upgrades waren alle da mit Charge und plus 2. Das Warperson mit dabei und eben die Production läuft, die 3 Basen Economy bei Classic läuft. Er hat die Map Vision und die Map Control mit den Phoenix immer noch gehabt. Das heißt, Classic wirklich mit richtig, richtig starken PvP bisher, hat er jetzt die 2-0 Führung. Wir gehen in Map Nummer 3. Weiter geht's auf Neon Violet Square. Natürlich alles immer noch 2 Spielerkarten. Das heißt, wir haben überhaupt keine Scouting-Probleme momentan im Map-Pool. Das würde PvP noch ein bisschen verändern. Aber somit die beiden können hier entspannt die Opening runtereiern. Wir haben wieder... Es wird wieder Doppel-Gateway werden. Es ist einfach so gang und gäbe. Man kann noch eine Variante spielen. Man kann noch eine andere WO machen. Und das wäre ein schnellerer Nexus, eine One-Gate-Expansion. Das kann man im PvP machen. Das ist möglich. Aber es ist wahnsinnig anfällig gegen einen 2-Gate-Opener. Denn man verlässt sich eigentlich drauf, dass der Gegner ja mit Einheiten rüberkommt, die nicht so tragisch sind. Also man geht eigentlich fast schon sicher davon aus, dass der Gegner mit Stalker Sentry öffnet und zu Hause stehen bleibt. Das ist der einzige Fall, in dem man keine Probleme bekommt, so ziemlich mit seinem One-Gate-Nexus. Alle anderen Open, bis alle anderen Einheiten-Opener sind da eher ein Problem. Wenn 2 Stalker plötzlich rüberkommen, ist das ziemlich schlecht. Wenn 2 Adepts ziemlich schnell rüberkommen, ist das sehr, sehr schlecht. Dann kann man seinen Props und dem Spiel auch ziemlich schnell auf Wiedersehen sagen. Daher eben beide spiegeln sich hier mit dem Doppel-Gateway-Opener. Cybernetics kommen dazu, Gas wird genommen und wir haben dann die ersten Einheiten, die produziert werden. Ich denke fast wieder Stalker. Mal sehen, bei Neep weiß es nicht, weil Neep ist eigentlich derjenige, der vielleicht von seiner BO abweichen sollte. Er hatte jetzt in 2 Spielen soweit durchgezogen und in beiden Spielen hatte damit überhaupt keinen Erfolg. Und naja, weiß nicht, ob er das Gefühl hat, er kann das mit der BO trotzdem regeln, dass seine BO eigentlich gut genug ist. Er muss nur alles andere an Army-Movement und Aufmerksamkeit richtig haben, dann funktioniert das für ihn schon. Oder er hat einfach keinen anderen Plan, wie er es alternativ gerade machen soll. Auf der anderen Seite Classic natürlich, der fühlt sich ziemlich wohl damit, weiß, sein Opener hat sehr, sehr gut funktioniert. Er hat die 2-0 Führung, er hatte überhaupt keinen Stress. Und wir haben auf beiden Seiten Doppelstalker, beiden Seiten einen Pylon auf dem Lowground für einen Nexus dann natürlich, für eine Expansion. Und somit, ja, gespiegelte Openings, Stargate und tatsächlich Neep macht eine Abwandlung. Er hat keinen Bock auf nochmal ein Game on Stargate, wo er einfach nur sein Oracle gegen Phoenix verliert, sondern er möchte jetzt die Sache anders angehen und zwar in Twilight Council. Öffnet ihm natürlich die Möglichkeiten für ein richtig schnelles Blink, wenn er wieder davon ausgeht, dass hier Classic auf Phoenix geht und man ihn mit einem schnellen Blink-Upgrade überraschen kann. Kann sich das doch positiv auswirken, wenn man die Phoenix schnell gesniped und eben in den Griff kriegt, dann hat Neep eine wesentlich bessere Ausgangslage als in den vorigen Maps. Auf der anderen Seite natürlich kann man auch Richtung DTs gehen oder Richtung Archons. Das ist Archons im Sinne von High Templar Archons, was eigentlich sehr unüblich ist, muss man sagen. Ja, und wir gehen tatsächlich einfach direkt in die DTs. Darkschwein kommt und zwar direkt der Darkschwein. Das ist mit dem Makro-Opener so den schnellsten Darkschwein, den man spielen kann.
Man kann ihn auch auf One-Base quasi machen. Also er gibt noch eine schnellere Variante, wo man wirklich versucht, das zu rushen, indem man auch den Cybernetics-Core nochmal ein ganzes Stück versucht, schneller zu spielen. Aber das ist so ziemlich auch mit der schnellste Darkturn, den man hinbekommt. Und somit gibt es ja auch die ersten DCs dann. Wenn das ein Adept hier, porten sich einmal rüber. Und somit versucht hier Schaden zu machen und versucht hier mit seinen Adept zumindest zu scouten. Aber ich denke, die Probe hier wird rechtzeitig den Pylon eben an die Wall stellen. Das ist das, was ich in der ersten Map angesprochen habe. Man kann die eben zuwallen mit einem Gebäude, da können die Adepts nicht durchschalten. Und damit ist man erstmal safe, wenn das hier kommt der Gegenangriff von Classic. Und zwar auf den Headshot von Neep und die Schildbatterie ist nicht ready. Phoenix ist mit dabei und somit die Stalker mit sie Riesenprobleme. Da kommt nochmal die Wall eben mit dem Pylon ab. Die Stalker machen genügend DPS, knallen einfach den Pylon aus dem Leben. Und damit wird jetzt hier auch gleich der Darkstein gescoutet. Bis es geht hier einfach auf den Pylon, der alles hier am Leben hält. Und wenn der Pylon fällt, das ist ja ziemlich hässlich hier für Neep. Dann hat überhaupt keine Production mehr. Der Pylon ist mega low, wird jetzt hier auch gesniped. Und somit, ja, man sieht hier, das Gateway in seiner Transformationsphase wird unterbrochen. Wenn das sind die Blobs sind am Fighten mit der Schildbatterie, also die fighten sie noch ziemlich gut gegen ganze Stalker. Und das ist jetzt einfach gerade ein richtig, richtig Doppelschlag für Neep. Er hat währenddessen hier drüben einen Pylon. Heißt, er kann die Tees reinwoppen, sobald seine fucking Gateways online sind. Ein voller Pylon ist da. Das heißt, jetzt kann der Darkstein genutzt werden. Wenn dessen hier der Stalker versucht, nur noch zu fighten mit der Schildbatterie, kann sich ja noch halbwegs werden. Schildbatterie jetzt eigentlich out of energy. Und da kommt der erste DT, und zwar defensiv. Einfach um hier endlich mal diese Einheiten zu klären. Da kommt nochmal ein Vorschritt, um die Stalker wegzuhalten. Die Sentry gibt nochmal alles. Der DT macht Säbelschaden. Aber das Problem ist, dadurch weiß natürlich jetzt Classic, dass dieser DT hier kommt. Und das ist eine richtig, richtig bescheidene Ausgangslage gerade für Neep. Classic weiß definitiv von den DTs. Er weiß noch nichts von den Pylon hier, aber er hat selber schon eine Robo im Bau und baut bereits den ersten, ob so weiß. Neep wird in diesen DTs so ziemlich nichts erreichen. Auch nochmal vorsichtshalber, die Wall wurde zugebaut, um hier wirklich alles safe zu halten. Und das ist einfach jetzt desaströs für Neep in dieser Situation. Es ist ein Stock in der Mainbase, aber der reicht nicht, um diese Zeit Phoenix auch nur halbwegs schnell abzuhalten. Das einzige Gute ist gerade, dass die Phoenix out of energy sind, somit nichts weiter liften können. Hier drüben ist der DT am Start, wird geforstet und wird auch noch gesniped, wenn das ein Classic macht, aus lauter Freude nochmal Damage auf seinen eigenen Stalker, aber das ist vollkommen egal. Und der Neep findet diesen Pylon hier, Neep hat den DT verloren und im Events Lost sieht das richtig, richtig bitter aus für den amerikanischen Protoss. Schlechtere Workcount, schlechterer Tech, schlechtere Army, kleinere Army, wesentlich kleinere Army. Das ist einfach alles an allen Fronten bescheiden für Neep. Man muss einfach schauen, dass es so gut wie möglich defendet. Eventuell kann er die DTs noch im nächsten großen Army-Fight irgendwie verwenden, wenn er es schafft, einen Observer zu snipen. Was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil ihm einfach die Masse fehlen wird, denn das ist nämlich hier auch ein Adept dabei. Anti-Natch will einfach mehr Probe snipen. Neep auch ja nochmal kleiner halten, als er eh schon ist. Die Adepts springen einfach rein in die Mainbase, ignorieren einfach die Stalker, wollen ja auf die Probes, kriegen auch 3 Probes-Kills hier aktuell. Einen 4. auch noch mit dazu. Und vielleicht gibt es noch einen 5. wenn der Adept nochmal fokust. Nein, schafft es nicht rechtzeitig. Der spritzt sogar mit Blut. Interessant zu sehen. Ja, Neep hält die Adepts aber wieder 4 Props verloren. Sehen wir kurz, ja, Income Advantage, es sieht schon wieder nicht gut aus und eben das hier ist auch ein Riesenproblem. Der Army-Vorteil ist jetzt schon gut für Classic und Classic einfach macht, ja, mit Spaß weiter und eine 3. Basis plus 1 Attack, hat eine Robo am Start, kann eine Mortal spawnen, wenn er es möchte. Zusammen hat schon den ersten Mortal am Start. Für ihn ist es jetzt einfach ein recht ruhiges und möglichst fehlerfreies Runterspielen von seinem Vorteil. Er weiß, dass er vorne ist, dass er weit vorne ist. Und solange es jetzt hier keine groben Schnitze erlaubt, sollte das eigentlich für ihn in einen Sieg enden, wenn er einfach nur demnächst ein Timing treffen möchte mit einer Army, mit Upgrades. Und dann kann er das easy machen und seinen Gegner überrollen, denn er weiß definitiv von dem Vorteil, den er hat. Währenddessen versucht Neep alles natürlich dran zu setzen, um irgendwie ranzukommen, nimmt seine eigene Dritte so schnell, dass es jetzt hier ihm irgendwie machbar war. Sein Probe Count ist immer noch ziemlich, ziemlich miserabel im Vergleich zu dem, was sein Gegner hat, aber das ist einfach das Problem, da kommt man nur so schwer hinterher. Wenn der Gegner auch Chrono Boost hat, kann man eben nicht für diese Situation anrichten. Wir haben nochmal das Blink Upgrade, wir haben eine Robo und eine Forge für Neep. Also er wird nicht mega greedy, er geht dieses Mal nicht auf Doppelforge, das wäre natürlich die greedy Variante, aber er ist sich wahrscheinlich ziemlich sicher, dass ihm das automatisch das Genick brechen wird, wenn er hier versucht, um auf Doppel-Upgates zu kommen. Und da Classic hier mit seinen Phoenix natürlich die Möglichkeit hat, das easy zu scouten. Phoenix und Mann werden hier nochmal beschossen, indem eigentlich hier wieder 3 Props nur noch bleiben am Leben. Also die Phoenix wirklich MVPs für Classic, gerade in diesem ganzen Best of 5. Er hat damit schon so viel Damage gemacht und so viel einfach möglich gemacht. Und Neep hat in keiner Map es geschafft, diese Phoenix in den Griff zu kriegen. Ja, und zum vorigen Punkt eben noch, wenn die Phoenix hier über die Basis scouten oder auch die Hallucinations durchgarten und Doppelforge sind, dann wird Classic sofort losmarschieren, weil er weiß, okay, du steckst wesentlich mehr Ressourcen hier in deine Upgrades, das heißt, deine Army ist noch viel, viel kleiner und ich laufe einfach über dich drüber, überhaupt kein Problem. Aber ich denke, da kommt das Timing, das Classic treffen will, hat wieder hier Warpism unterwegs, das Templar Archive Charge und plus 2, also genauso wie in den anderen beiden Maps auch. Er nutzt hier seinen Vorteil für ein Timing mit seiner Protoss Army, die dann richtig dick auflaufen wird mit der stärkeren Economy.
Und dann wird es Neep so ziemlich hässlich an den Kragen gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie Neep das halten will. Er hat zwar Sentries, aber Problem ist, Forcefields bringen nichts, denn ja, es werden hier Archons kommen. Dafür ist das Templar Archive da und Archons crushen einfach Forcefields. Das heißt, die haben überhaupt keinen Effekt. Und dann geht es einfach um reine Feuerpower und reine Feuerpower wird Classic einfach mehr haben. Ja, da kommt aber der Recall auf die Phoenix tatsächlich und ja, es kommen zwei davon weg. Also ein Phoenix wird immer nochmal gesniped, aber wieder drei Probes rausgenommen. Da ist die Phoenix hier weiterhin stark und effizient. Wir haben insgesamt 17 tote Probes auf der Seite von Neep. Resources Lost sieht auch überhaupt nicht gut aus für ihn. Er hat eine Sentry Stalker Army. Also okay, er geht jetzt hier wirklich sehr, sehr kritisch auf Doppel Disruptor. Also er versucht jetzt hier nochmal mit einer eigenwilligen Strategie, versucht sie irgendwie zu managen. Problem ist einfach, dass immer noch zwei Phoenix am Leben sind. Hätte er alle Phoenix bekommen, würde ich mir tatsächlich eine wesentlich bessere Chance geben. Aber so können die Phoenix einfach die Disruptor liften, die können nicht schießen, werden ziemlich schnell gesniped und dann passiert einfach kein Schaden und man verliert. Also es ist jetzt ein riskanter Move. Wenn sie Classic nicht die Disruptor gefangen bekommt mit den Phoenix, dann kann das nochmal ziemlich hässlich finden, wenn nämlich selbst chargen, sehr, sehr unvorsichtig gerne in Protoss Armies rein und wenn da plötzlich ein Disruptor kommt, kann das sehr, sehr nach hinten losgehen. Aber wir haben jetzt eben wieder eine richtig, richtig übermäßig große Army, 74 zu 39 als Army Supply Income. Ja, Neep hat für jetzt wieder aufgeholt, er hat jetzt eine gleich starke Economy wie sein Gegner, aber das Problem ist einfach die Army-Größe, da hat Classic so viel mehr und jetzt hier kommt der Push, da kommt Lift Nummer 1 auf den Disruptor und auch Lift Nummer 2, da kommt Nummer 2 bei neuen Disruptor mit dazu. Die Kugeln gehen raus, aber die Kugeln werden hier von den Immortals und den Argos einfach weggetankt und Neep, er tut sich nicht mal den Fightern, er weiß, das ist gegessen, da keine Chance, dass er das irgendwie hält. Die Disruptor wurden unterbrochen, machen nicht genügend Damage und Classic hat hier einfach viel zu viel und das ist ein wahnsinnig dominantes 13-0 für Classic, was ich so eigentlich ursprünglich nicht erwartet hätte, dass Classic dermaßen stark auftritt. Stattdessen sieht man noch fröhlich die Probe-Kills hochtickern, weil, ja, die Army fightet übrigens noch weiter auf Automatik. Das ist lustig, wenn man ein Spiel verlässt und eben noch jemand drin ist. Es ist immer noch jemand drin, weil meine Replay-Time tickt noch hoch. Ja, da machen die Einheiten immer noch weiter und schießen fröhlich um sich. Damit kommen noch ein paar Kills zustande. Ja, das war einfach wirklich herausragende Performance von Classic, würde ich mal so weit sagen, im PvP. Also das war eindrucksvoll, wie er Neep hier wirklich zusammengeprügelt hat in drei Matches a 10 Minuten. Muss man erstmal machen. Neep ist definitiv nicht schlecht im PvP. Hat auch, ja, er hat sein Kaspar Cup nämlich rein auf PvP-Basis gewonnen, also das muss man ihm auch mal lassen. Neep kann PvP schon, aber hier gegen Classic sah er hier ziemlich hilflos aus. Da hat Classic einfach total zerstört und zwar in jeder Map. Einfach der Phoenix-Opener war immer zu krass für Neep, um irgendwie was dagegen zu machen. Sein eigener Opener war immer schwach dagegen. Sein Oracle wurde noch jedes Mal gesniped, seine DTs, ja, kamen bis, waren zu spät einfach, beziehungsweise er war nicht vorbereitet auf diesen Push und das richtig bittere war einfach auch dieser Pylon. Als es hier ranging und die Gateways hier noch von einem Pylon versorgt wurden, der stand etwa hier, wo die Forge steht, der wurde gesniped und damit natürlich beide Gateways offline, das waren die einzigen beiden Gateways, die Neep hatte. Das heißt, der Darkshrine war zwar fertig für eine ganze Zeit, aber es konnte nichts reingeworbt werden. Und damit verliert man natürlich sein Timing und bei DTs ist das Anfangstiming wirklich megamäßig wichtig. Das bestimmt eigentlich, wie viel Schaden man machen kann, weil nachdem der DT erstmal gescoutet wurde, wird sich jeder Protoss darauf vorbereiten. Instinktiv. Das ist einfach gang und gäbe. Das macht jede Rasse. Gleiches für Zerg und Terran. Das heißt, man möchte mit DTs immer überraschen, aber dadurch, dass eben der Pylon gesniped wurde, der Überraschungsmoment komplett ruiniert und zudem eben die Army konnte nicht mal vernünftig geklärt werden, heißt, das wurde in DT noch defensiv reingeworbt und somit offensiv wurde von den DTs überhaupt nichts erreicht. Und das war eben auch in der dritten Map. Ja, einfach ein Totalschaden. Ein PvP-Totalschaden von Neep, muss man sagen. Verliert hier 3-0 in seiner Gruppe. Sieg klappt dann in der Gruppe an sich nicht gut aus. Ich gehe mal gerade noch kurz über die Gruppen drüber. Moment. Schauen das mal noch kurz her. Dass ich das im Blick habe, wer mit ihm in der Gruppe ist. Gruppe. Ah nein, es ist Gruppe B. Entschuldigung, ich lag am Anfang falsch mit Gruppe C. Es ist die Gruppe mit Classic, Neep, Sioras und Euthermal. Das heißt, da muss jetzt noch PvT und PvZ erfolgen von Neep, wenn er da durchkommen will. Weil er hat jetzt halt schon eine richtig ordentliche Niederlage drin. Gut, gegen Sioras, denke ich, wird es nicht so schlimm werden. Sioras sollte eigentlich packen. Gegen Euthermal hingegen, das könnte ein spannendes Matchup werden. Neep gegen Euthermal sind beide ziemlich stark, sind beide, glaube ich, ähnlich stark. Das könnte doch ein spannendes Match werden. Ja, das war Replaycast Nummer 765 oder so. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, aber ihr dürft gerne eure Meinung dazu sagen, wie es euch gefällt. Ich versuche einfach ein bisschen mehr über das Spiel und ja, die Strategien und Taktik und
Vorgehensweise, den Ablauf an sich zu reden, auch nach den Maps, wie man jetzt hier in diesem Cast gesehen hat. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, ob wir das weglassen sollen, ob wir lieber zack, zack, zack Spiele sehen wollen oder ob ich eben ein bisschen näher drauf eingehen soll. Ganz Detailanalyse kann ich leider nicht machen, dafür fehlt mir die Zeit. Da müsste ich auch mich durch mehrere Replays durcharbeiten. Das geht nicht so anhand von einem Replays. Und da müsste ich auch nochmal ruhiger durchgehen. Als ich sehe ja die Replays auch, wenn ich die Case zum ersten Mal, also so wie ihr quasi, ich möchte nicht ein Replay mehrfach anschauen, weil quasi dadurch geht auch bei mir der Überraschungsmoment verloren und das zerstört das Play-by-Play-Casting. Daher mache ich eigentlich immer noch sehr, sehr gerne nur einen einzigen Durchlauf. So. Und dabei möchte ich eigentlich bleiben. Wenn ich was Strategisches auf die Reihe stelle mit Strategieanalyse, dann muss das was Separates werden. Ich denke nicht, dass ich das vollkommen mit in die Replay-Cast mit einbauen kann. Dafür ist einfach ja, der Zeit und der Rahmen und das Konzept des Videos anders. Aber ihr dürft gerne eure Meinung dazu dalassen. Ich gehe alle Kommentare durch und antworte auch gerne und ihr dürft euch da jederzeit melden, wenn euch irgendwas auffällt, euch irgendwas stört. Ich kann nicht auf alles eingehen natürlich, aber ich werde es auf jeden Fall mir ansehen und meine Meinung dazu äußern. Und ja, ich bin da sehr gesprächsbereit und auch immer offen für Vorschläge und Verbesserungsvorschläge. Das ist ja überhaupt kein Thema. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.